FC Energie TV wird Ihnen präsentiert von Icebank, Ihr Partner für Medienproduktion und Web-Solution. Gut, Jungs, direkt vom Abschlusstraining vom Spiel gegen Erfurt. Hier die wichtigste Frage vorab. Tim, du bist runtergerumpelt im Münster vom Platz, musstest raus in der letzten Minute, alles okay, einsatzbereit? Ja, also definitiv alles super. Der hat mich, glaube ich, da bloß ein bisschen ungünstig getroffen. Direkt nach dem Spiel war es ja auch schon deutlich besser, also passt. Also gehst du davon aus, morgen wieder Startelf? Ja, ich hoffe doch. Robert, bei dir ist ja die Startelf jetzt inzwischen schon Gewohnheit. Drei Spiele, dreimal der 17er von Anfang an, über 90 Minuten. Hättest du dir das träumen lassen zu Beginn der Vorbereitung, dass du gleich fester Bestandteil bist der Mannschaft? Auf keinen Fall. Also halt, wir kamen ja auch ein paar Tage später her. Wir wollten uns halt eigentlich nur in die Mannschaft halt erstmal integrieren. Ich hätte mich auch schon darüber gefreut, wenn ich halt nur im Kader gewesen wäre. Aber das war natürlich ein Traum, in Osnabrück dann gleich von Anfang an zu spielen, zu gewinnen. Und auch das zweite Spiel zu Hause, gleich ein Derby. Also das habe ich mir nur erträumt und so ist es dann wahr geworden. Du hast erst rechts hinten gespielt, in Münster jetzt sogar rechts im Mittelfeld, war 0 hinter dir. Welche Position liegt dir besser, eher von hinten raus oder eher mit Gang nach vorn eingeschaltet? Ja, halt, ich habe auch im Nachwuchs auf beiden Positionen gespielt und mir ist eigentlich recht, also eigentlich egal, wo ich spiele, halt Hauptsache auf der rechten Seite. Ich fühle mich halt auf der rechten Seite wohl. Und ja, ich fand auch, ich habe am Wochenende, also jetzt gegen Münster, war es auch ein ordentliches Spiel mit Van Null gewesen. Wir haben uns gut verstanden, haben fast nichts zugelassen über unsere Seite. Also von daher, da wo ich mit Trainer aufstehe, da spiele ich. So ist richtig. Tim, du wirst ja immer wieder für deine riesen Laufstärke gelobt, ja, vom Trainer natürlich vor allen Dingen. Dafür braucht er dich ja dann auch, um den anderen auch zu helfen, die Leute anzulaufen. Du hast jetzt schon rechts gespielt, hinter der Spitze, jetzt in Münster auch schon ganz vorne. Was ist dir am liebsten? Wo fühlst du dich am wohlsten? Also am wohlsten fühle ich mich dann doch schon ganz vorne im Zentrum oder halt die Hängespitze, weil das ist halt die angestammte Position, die ich habe. Und wenn ich dann halt außen, dann ja, passt es halt manchmal noch nicht so, weil ich dann zu 100% nicht genau weiß, ob das jetzt richtig ist, was ich da mache oder nicht. Deshalb fühle ich mich vorne dann doch schon am wohlsten. Wir hatten schon gesprochen über die Belastung jetzt, englische Woche. Gegen Erfurt wird das Ende jetzt der englischen Woche sein. Bist du müde, kaputt? Wie geht es den Mitspielern? Die musst du auch in die Eistonne. Wie sind die Erfahrungen da? Genau, halt, man merkt schon, dass halt die 90 Minuten halt jeden dritten Tag ein Spiel schon hart. Das ist halt auch eine Umstellung für uns Jungen, weil in der A-Jugend ist auch was anderes als jetzt dritte Liga. Aber halt wir mit dem Physios auch, wir versuchen das Bestmögliche für uns, damit wir am Spieltag auch fit sind, gehen halt nach dem Training in die Eistonne oder auch nach dem Spiel gleich in die Eistonne. Trinken viel, bekommen viel, also sollen viel schlafen, von daher glaube ich schon, dass wir morgen fit sind. Gut, ihr seid ja zwei Eigenwechsel aus dem Nachwuchsbereich, habt viele gestandene Spieler an eurer Seite. Wer hilft euch eigentlich am meisten? Bei wem lernt ihr am meisten? Vom Trainer direkt oder doch eher von den Mitspielern in der Kabine auf dem Platz? Wie funktioniert sowas? Ja, ich denke jetzt, das muss halt beides passen, sag ich mal so. Also klar ist, damit die Spieler, die helfen einem, weil mit denen ist man, sag ich mal so, immer am nächsten noch zusammen, halt auf dem Platz auch. Und wenn wir irgendwelche Fragen oder mit irgendwas nicht oder nicht genau wissen, wie es machen sollen, können wir auch zum Trainer, der ist auch total offen und hilft uns da. Also ich denke, in allen Positionen können wir da um Hilfe beten und da denke ich schon, dass die Zusammenarbeit zwischen allen passt. Robert, siehst du ähnlich? Ja, genau. Gut, morgen kommt Erfurt. Zweites Heimspiel, zweites Derby. Das erste lief ja nicht ganz so rund und eher enttäuschend. Was macht euch Hoffnung, dass es morgen besser wird gegen Erfurt und wie ist die Stimmung insgesamt im Team? Ja, halt, ich fand auch, halt so wie wir gegen Münster aufgetreten sind, war auch eine gute Reaktion von uns. Und so wollen wir natürlich jetzt morgen gegen Erfurt auftreten, damit wir auch halt zu Hause gewinnen. Und die Stimmung in der Mannschaft ist eigentlich gut. Also halt, wir hatten halt nach dem Spiel gegen Dresden war schon die Stimmung ein bisschen unten, weil keiner wollte ja gegen Dresden verlieren, dann noch ein Derby. Aber dann halt, wir hatten einen Tag, danach haben wir halt uns wieder gefangen, haben auch gegen Münster wieder ein gutes Spiel aufgeliefert und sind optimistisch, dass es morgen wieder läuft. Du auch, Tim? Ja, klar. Ich denke mal, es war für jeden jetzt das Bittere, dass es halt im Derby war und dass das nicht nochmal passieren soll. Werden wir morgen halt alles und halt müssen einfach viel mehr reinschmeißen und um unser Leben kämpfen, damit wir morgen die drei Punkte hier lassen. Alles klar, viel Erfolg dabei. Danke, Jungs. Danke.